Jetzt mal ehrlich, das ist unfassbar. So eine Stadt gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Du bist in eine Fantasie verliebt. Ich bin in dich verliebt. Das ist ja eine Überraschung. Dad ist geschäftlich hier und da dachten wir uns, wir klinken uns kostenfrei an. Ja. Das ist toll, wir können ja was zusammen unternehmen. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viele Verpflichtungen. Könnt ihr mir vorstellen, dass das... Was? Wenn ich mich nicht irre, hat sich Rodin bei seiner Arbeit von seiner Frau Camille inspirieren lassen. Rose war seine Frau. Nein, er war nie mit Rose verheiratet. Ich hoffe, dass du morgen in Versailles nicht so ungesellig bist. Ich bin einfach nicht so hingerissen von ihm wie du. Er ist sowas von pseudo-intellektuell. Etwas mehr Gerbsäure... als der 59er. Ich bevorzuge eine rauchige Note. Carol und ich gehen tanzen. Ja, tanzen. Wir haben von einem tollen Lokal gehört. Interesse? Nein. Ja. Ich will kein Spielverderber sein, aber ich brauche etwas frische Luft. Gestern Nacht zu Hause. Nicht allzu spät. Ich werde heute Abend wohl wieder eine kleine Wanderung machen. Wo ist Gil eigentlich hin? Er läuft kreuz und quer durch Paris. Wo geht Gil jeden Abend hin? Er geht spazieren, sammelt Ideen. Ja. Wieso hast du dich so schick gemacht? Ich habe ein bisschen was geschrieben. Du ziehst dich zum Schreiben schick an und sprühst dich mit Parfüm ein? Naja, so wie ich auch unter der Dusche besser nachdenken und die positiven Ionen zum Schwingen bringen kann. Ich habe einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt. Was hat er rausgefunden? Ich weiß es nicht. So wie es aussieht, ist der Detektiv verschwunden. Ich bin in einer sehr verwirrenden Situation.